Schlaf? Nein, Schatz. Die Zwerge sind verwundert, fragen sich, hat die Alte geerbt? Hat sie vielleicht einen König gefressen, der mit der Schatztruhe unterwegs zu seinem Schloss war? Fetten Bauch hat es auf jeden Fall. Könnte sein, dass die Schatztruhe. Zwerg sagt zum anderen Zwerg, ey komm, hol mal ein Messer aus dem Kühlschrank, aus der Küche, wir schneiden hier mal kurz den Bauch auf und gucken nach. Der dritte Zwerg sagt, nee, nee, lass mal gut sein, das ist keine gute Idee, da haben wir die Sauerei hier auf dem Bett, sagt der vierte, ne, es ist das Auge da war, hast recht, lass uns nach draußen tragen, draußen aufschneiden. Sagt der fünfte Zwerg, nee, das ist keine gute Idee, dann ist der Garten versaut. Wachsen da kein Blümchen mehr und die Karotten gehen ein und die Tomaten und die Vögel hören auf zu singen. Ja, sagt der sechste oder siebte Zwerg ist stumm. Was der Geier, ist ja auch egal. Und alle wacht auf. Und alle geraten in Panik und flüchten schlagartig aus dem Haus. Und die alte wacht auf und mein Schatz. Ja, so war das mit den sieben Zwergen. Fortan wurden sie nie wieder gesehen. Ich glaube, die Merkel hat sie gefressen. Traurige Geschichte. Ganz traurig. Nix Happy End. Ganz traurige Geschichte. Ja. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer das Schönste im ganzen Land? Du nicht. Was? Du nicht. Ich. Also ich weiß jetzt den Spruch, den der Typ immer bricht, der Spiegel antwortet, ja hallo erstmal. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sie schon gewusst haben. So spricht er, ich weiß jetzt nur nicht den Namen. Welchen Namen partout nicht ein? Ich komm nicht drauf. Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob sie schon gewusst haben, aber die Merkel ist so hässlich wie die Nacht lang. 100 Meter Feldweg von 12 bis Lott. Das wollte ich nur mal anmerken, auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Ja. Die hässliche Königin steht mal wieder vor ihrem Spiegel, da der nicht bricht, das ist ein Wunder. Zum Beispiel die Erbsensuppe, die es heute Mittag gab, zum Beispiel. Und sie spricht zum Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand. Nee, sie sagt, sie macht das an, sie sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, das ist das Fenster ganz lang. Die lispelt ein bisschen, die Zunge hängt zum Hals raus, da beißt sie dann immer ständig drauf auf die Zunge, deswegen ist die Zunge auch geschwollen und rot. Und wir können auch sagen, die hat kein Zähne mehr im Maul, können wir auch machen. Aber Spieglein, Spieglein an der Wand, wäre das Schönste im ganzen Land. Also wenn ich dich so angucke, ja hallo erstmal, ja, ich weiß gar nicht, ob sie es gewusst haben, sie nicht. Wieso? Ja, guck dich doch mal im Spiegel. Ja, mach ich doch gerade. Nein. Doch. Nein. Ich bin der sprechende Spiegel. Der Spiegel, den du meinst, ist auf der anderen Seite. Der gegenüber von dir. Da musst du reingucken. Mit mir kannst du nur quatschen. Wenn du eine ehrliche Meinung hören willst, die verträgst du aber nicht. Das garantiere ich dir jetzt schon mal. Warum denn? Guck dich doch mal im Spiegel an. Also, bitte. Der Schweinerüssel im Gesicht. Guck mal. Also, das kannst du keinem antun. Und die hängenden Ohren. Das sieht aus wie Schnuffi. Ach komm, leck mich doch. Und die Mundwinkel bis nach unten gezogen. Nein, das ist doch peinlich. Da kann man doch nicht rumlaufen. Und schminkt hast du dich wie eine Bordsteinschwalbe. So viel Schminke braucht man das ganze Leben nicht. Da brauchst du eine Spachtel, um das Ganze wieder runterzukratzen. Also wenn du fertig bist mit Duschen, Waschen und das Ganze runterschrubben, kannst du nochmal kommen, dann reden wir nochmal drüber. Okay? Feierabend. Ich bin dann der neue Leo hier. Naja, so war das mit der bösen Königin.
Merkel 2 übrigens. Das ist die, kann man da nicht Mutter zu sagen oder Stiefmutter? Wann ist jetzt eigentlich, es war, Schneewittchen war glaube ich die, war das die Tochter von ihm? Oder eine Angestellte, eine Bedienstete? Nee, ne? Ich weiß es gar nicht. Die Geschichte ist so uralt, ne? Ich weiß es nicht genau. Trabenderhöhe. Man könnte auch sagen, trabenderweise. Ist egal. Und es reitet geschwind durch Nacht und Wind. Und der Bonner sitzt drauf und das Hören auch. Und es reitet durch Nacht und Wind. Und der Vater hält sein Kind. Und der Sören spricht zu Bonner fein. Blattert Buchsen sein, du Schwein. Scheiß mir nicht ständig auf den Schoß. Sonst gibt's was auf die Hose. Lass es sein, du Bonner Schwein, sonst hau ich dir in die Fresse rein. Oder klingt, hau ich dir die Fresse ein besser? Und die Moral von der Geschichte, lass das Gacken auf meinem Schoße nicht. Nee, das klingt bescheuert, das klingt dumm. Stumpfsinnig wie die Arche muss es sein. Dann schlägt Sören dem Bonner die Fresse ein. Und die Moral von der Geschichte, das ist gewiss, der Sören mag den Bonner nicht. Naja. Arschloch. Über den Wolken und die Freiheit wohl grenzenlos sein. Reinhard May hat es mal gesungen. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen darunter verborgen. Und dann mit einem Knall stürzt das Flugzeug herab. Naja, lacht man lieber, bevor es grausam und tödlich wird. Und den Sören und Bonner um das sich begräbt, wie eine Schippe Sand. Auf 100 Meter Feldweg. Ja, genau, richtig. Knusper, knusper Häuschen. Da sitzen sie, die kleinen Mäuschen. Der Sören und der Bonner fein und fressen sich die Bäuche. Fressen sich die Kekse in die Bäuche rein. So. Und die Moral von der Geschichte: Hände waschen vor dem Fressen. Naja, reimt sich zwar nicht, aber passt schon. Wie wär's mit Fresse zu beim Schmatzen? Sonst müsst das auf die Achsen.
Stuttgart wird da jede Menge Autofahrer mit Fremdlich unterwegs. Da wird mich schon wieder so ein Bogen. Sieht immer so aus. In 5 Kilometer Ackerdal, nicht Acker, Doppel-G, Gustav. Da werden wir uns verewigen. Noch mal kurz einkaufen. Der Roman läuft. Wenn er runterfährt, fahre ich natürlich weiter, ist klar. Aber ich denke mal, er fährt weiter, ich fahre runter. Das hat einfach seinen Grund, weil ist so. Oder? Hat das seinen Grund? Wenn ja, wie heißt der Grund? Einkaufen. Schlicht und einfach. Habe ich dann den Schleicher los. Da kann ich endlich wieder in Ruhe sterben. Langsam fahren. Schnell fahren. Oder beides gleichzeitig. Da gibt es diese schöne Geschichte, als ein Wagen langsam schnell um die Ecke oder so ähnlich. Wir mussten es früher auswendig lernen bei unserer Lehrerin. Für die gute Lücke. Das ist so biblische Gedichte, ey. Das war so ätzend. Langsamer. Aber es fährt nicht runter. Aber ich schon. Ach du grüne Ahnung, ist da viel los, ey. Ein Gedränge an den Tankstellen, an den Zapfsäulen und die Kollegen, die stehen hier in Reih und Knie, also unglaublich, hier findest du überhaupt keinen Parkplatz, ey. Da musst du ja gucken, wo du dich hinstellst. Aber wo ist denn hier eigentlich LKW? LKW ist hier, ne? Nein, hier ist BKW. Hier ist LKW. Wie sonst auch. Nein, das ist nicht LKW. Das hat gar keine Tankstelle. Hä? Okay, da drüben ist danke für LKW. Ist auch egal. Meine Fresse, ist da viel los, ey. Ein Gedrängel neben dem kleinen Kabuff, ey.
Super E10, 1,70. Schwarzarbeiter auch noch. Macht ja nichts. Ja. 1,74 Super, 1,78 Super Plus, 1,55 9 Diesel und 1,9 für LKW Diesel. Naja, wenn Spaß macht. Moment.